eigentlich ist es ja völlig einfach, ohne diese letzte vollkommen unassimilierbare Todesangst-Panikgrenze des undurchdringlichen, unvermeidlichen, undenkbaren, könnte es ja gar nicht diese panischen Flucht- und Angriffsbewegungen geben, eines kontinuierlichen sich in Bewegung halten müssens, der Atmung des Herzens, der übermenschlichen Anstrengungen, des kontinuierlichen Dagegenstrampeln gegen das Äquilibriert werden, gleichgemacht werden, auf das Level Null der organischen Ebene gebracht zu werden. Und würde also das ganze Theaterschauspiel, der Vergleichswettkampfübungen im wechselseitigen Selektionswettbewerb gar nicht stattfinden können. Aber ohne diesen nicht finsteren und auch nicht dunklen, sondern nicht sichtbaren Abungrund dieser Tödlichkeitsangst-Panikgrenze könnte auf diesem Ungrund, auf dieser Leinwand die ganze Kontrapunktik dessen, was sich dagegen wehrt, genichtet zu werden, indem es sich auffältelt, aufspreizt, als dreidimensionales, gut, ganz schön Welten, Bühnen, Theater mit überwältigenden, plattmachenden Überraschungs- Überwältigtheiten in jeglichem Moment immer wieder sich verändernd, immer wieder neue Wendungen der Tragikomödie erzeugend, indem immer nur ein einziges Stück aufgeführt wird, was wird in diesem sich reiben und knobeln der Rekombinatoriken nun wieder für eine neue, noch aberwitzigere Neutransformierung Sensationalität sein Debüt geben, um noch eleganter, noch leistungsfähiger, noch fantastischer seine Tänze und seine Bewegungen und seine Überlebensfähigkeiten zu demonstrieren. Also ohne Todesangstgrenze kein kontinuierliches, nicht aufhören können, sich immer zu bewegen, um zu überleben. Und ohne Todesangstgrenze der schwärzesten Nichtigung, nicht der Kontrasthintergrund, das schön ganz gut gebaute Weltentheater-Schauspiel aufzuführen in seiner Dreidimensionalität entsprechend der Ursache, entsprechend dem Urunfall, von dem wir gesprochen haben, nämlich der Notwendigkeit, die eucharontischen Multifunktionsapparaturen und Installationen und Register und Strukturen durch den symbolischen Ring zu ergänzen und aufzuspreizen in drei Ebenen und drei Funktionsweisen bis hin zum Begehren
das dann den Tod, den Auswurf, den Verwurf, den zweiten einführt, der diese Todesangst-Simulationsgrenze erzeugt, an der sich dann bricht dasjenige, was die übermenschlichen Arbeitsleistungen und Blödsinnigkeiten erzeugen wird und das ganze Schönheitsgut ganz geglättete Theater als Inversion seines Negativs, des Schlimmsten, des Hässlichsten, des dezentriert Unganzen, Mangel, Riss, Kluft, Spalt, so wie die Welt selbst auch nichts anderes ist als die Inversion. Aber darüber haben wir schon gesprochen. Die Umdrehung des Handschuhs aus dem allumfassenden Ururterus, dem Urozean, der nun dann auch nach außen ins Infinite, ins Nichtbegreifliche, ins absichtlich nicht umfassensbare, nicht ergreifbare, nicht fassbare ausgestülpt wurde, ohne Außengrenze. Die Innengrenze wurde die äußere Haut. Die Außengrenze verschwindet ins Unendliche. Na, Piepmatz, wie geht's?